Liebe Mecker-Freunde, willkommen zu einem Video, ich ist Boxstar.D und diesmal geht es darum, hier mit zwei ganz offenen Plugins für die aktuellen neuesten Minecraft-Versionen auf Minecraft Arthanos Hunger Games installieren könnt. Das ist eigentlich gar nicht mehr so schwer, aber davor habe ich erstmal zwei Sachen loswerden. Und zwar die erste Sache, die ich loswerden wollte, für alle Leute, die sich hier fragen, was ist eigentlich mit City Build? City Build wird auch noch kommen, und das hat gerade so, ich habe jetzt einen Monat oder so City Build auf meinen Kanal gebracht. Und deswegen wollte ich jetzt einfach mal noch ein anderes Plugin vorstellen. Deswegen stelle ich einfach mal so ein bisschen Hunger Games vor. Und die zweite Sache, die ich noch loswerden wollte, ich habe jetzt nämlich Instagram, vielleicht dann, ich blende sie auch gerade schon ein, und ich heiße da Spokecraft-HD. Und ich würde es dann sehr freuen, wenn vielleicht mal ein paar Leute abonnieren würden oder vielleicht einfach mal reinschauen würden oder so. Da würde ich auf jeden Fall sehr darauf freuen, wäre auf jeden Fall sehr toll. Und ja, da würde ich sagen, starten wir gleich mit dem Video. Meine lieben Freunde, ja, sind wir ja hier auch schon wieder zurück in Arthanos. Also Arthanos ist da, wo ich immer die Server hoste und so. Und ja, jetzt müssen wir jetzt erstmal hier zwei Plugins installieren. Das ist eigentlich gar nicht mal so schwer, dazu gehen wir jetzt erstmal zu Software. Und klicken dann hier einfach Spigot-Bucket. Klicken gerne drauf und klicken dann für die aktuelle neueste Minecraft-Version. Bei mir ist es gerade die 1.16.1. Und drücken dann hier auf Installieren. Weil das ist einfach den Grund, weil sonst könnte man da keinen Plugin installieren. Jetzt kommt hier schon dieses Häkchen. Und jetzt haben wir hier einmal Plugins und einmal Dateien. Jetzt gehen wir erstmal auf Plugins. Hier können wir nämlich Plugins downloaden. Und auf Dateien, da sehen wir halt die ganzen Plugins, die wir gedownloadet haben. Und die auf dem Server sind. So. Und das erste Plugin, was wir brauchen, ist Hunger Games. Da schreiben wir einfach Hunger Games. Und nehmen wir einfach gleich hier das erste. Und klicken dann hier einfach gleich auf Installieren. Dann kommt eben so ein kleines Zahnrad. Da müssen wir ein bisschen warten, bis das Zahnrad hier weg ist und so ein Haken ist. Das kann nur ein bisschen dauern. Ja, eigentlich dauert es nicht so lang. So, jetzt haben wir auch schon das Häkchen. Jetzt ist auch schon das Plugin auf unserem Server. Und das nächste, was wir brauchen, ist noch Multiverse. So, das nächste Plugin, was wir brauchen, ist einfach Multiverse. Da schreiben wir dann einfach Multiverse und installieren dann einfach Multiverse Core. Klicken einfach hier auch drauf und klicken dann hier auf Installieren. Ach ja, da müsst ihr auch echt aufpassen, weil hier gibt es nämlich zwei Multiverses. Und zwar, es gibt einmal Multiverse Core von Spigot.org. Das ist ein bisschen veraltet, das funktioniert nicht mehr so richtig. Zumindest bei mir funktioniert das so richtig. Deswegen, ich würde euch raten, installiert euch Multiverse von DeviBucket.org. Klickt gerne drauf und klickt dann hier auch auf Installieren. Dann müsst ihr wieder ein bisschen warten, bis hier dieses Häkchen kommt. So, ist auch hier das Häkchen. Jetzt können wir nochmal gucken bei Dateien. Und dann können wir jetzt hier nochmal zu Plugins gehen. Das sehen wir auch hier nochmal, damit die ganzen Plugins installiert sind und die ganzen Plugins auf dem Server sind. Dann gehen wir hier jetzt einfach auf Server und starten jetzt einfach mit dem Server. Wir sehen uns dann in Minecraft. Tschau! 3 Tage später. So, meine Minecraft-Freunde, ja, jetzt sind wir auch hier schon wieder zurück in Minecraft. Und ja, falls ihr euch jetzt wundert, warum ich jetzt hier so eine Lobby habe und alles, ich habe jetzt ein altes Backup geladen und einfach wieder die zwei Plugins neu installiert. Weil, ja, ich habe schon so eine kleine Lobby und hier habe ich auch Master Builders und hier habe ich auch Bed Wars, weil da kann ich hier gleich Hunger Games reinmachen und habe dann irgendwann einen Haufen Minispieler drin. Ja. Auf jeden Fall, dann fangen wir auch gleich mal an mit dem Plugin. Und zwar als erstes müssen wir eine Welt erstellen. Was meine ich mit Welt erstellen? Ich meine damit, wir müssen jetzt so eine Welt erstellen, weil wir hätten jetzt entweder die Wahl, jetzt hier einfach da hinten einfach eine Map zu bauen. Oder wir könnten jetzt auch einfach eine Welt machen, sozusagen eine zweite Welt. Dann können wir uns immerhin her teleportieren und dann sozusagen in der anderen Welt das alles bauen. Und dort könnten wir dann sozusagen auch Maps hochladen, was ich wahrscheinlich auch machen werde. Ja. Und das ist eigentlich gar nicht mehr so schwer, deshalb drücken wir erstmal T. Und schreiben dann /mvcreate und dann hunger-games normal. Oder ihr müsst nicht Hunger Games nennen, ihr könnt es eigentlich nennen, wie ihr wollt. Ihr könnt auch einfach LOL nennen, ist eigentlich ganz egal. Ich nenne es einfach mal Hunger Games. Und dann drückt ihr Enter. Und da steht ja schon Scarlet Great of World. Das bedeutet sozusagen, damit jetzt hier diese Welt kreiert wird. Da müssen wir ein bisschen warten, da können wir auch ruhig schon Server geklickt werden. Das ist eigentlich sogar recht normal, würde ich jetzt mal sagen. Ja, wir sehen uns dann am besten einfach, wenn dann jetzt die ganze Welt gekreiert ist. Tschüss. Eine Stunde später. So, meine lieben Freunde, hier sind wir auch schon wieder. Jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen. Ich wollte jetzt auch nochmal den Server gekickt. Der geht jetzt auch offline. Und jetzt ist auf jeden Fall hier diese ganze Map kreiert. Wir haben jetzt hier wieder eine ganz normale Welt. Und es ist einfach so, wir machen das so, ich tue jetzt hier eine Map hochladen oder runterladen oder wie immer. Und mit dieser Map hier ersetzen, weil ich habe jetzt keinen Bock, den ganzen Tag hier nur eine Hunger Games Map zu bauen.
Deswegen machen wir es einfach so, damit ich jetzt die kurz hochladen werde. Wir werden uns dann gleich wiedersehen. Tschau. 6,5 Stunden später. Ja, wie ihr schon seht, ich habe jetzt hier diese Map hochgeladen und runtergeladen oder wie auch immer. Und jetzt haben wir hier so eine kleine Hunger Games Map. Also hier ist jetzt so ein kleiner Spawn. Hier sind so ein paar Berge. Da hinten sind noch so Schiffe. Und ihr seht ja schon so eine kleine Glaswand. Ja, weil ich wollte es einfach nicht die ganze Zeit, das ist einfach so eine Hunger Games Map bauen. Deswegen machen wir es einfach so. Und ich sehe doch schön aus, wie wenn ich sie bauen würde. Ja, ich bin kein guter Bauer. Ja, und dann fangen wir auch schon gleich an. Und zwar als erstes drücken wir T. Und den ersten Command, den wir schreiben, ist /hg-wand. Und das funktioniert wie ein Word-Edit. Dann bekommen wir hier so einen Stab. Und den können wir jetzt markieren. Also können wir sozusagen hier diesen Bereich markieren und könnten jetzt sozusagen diesen Bereich markieren. Und dieses Biber Word-Edit hier sozusagen so ein kleines Viereck markiert. Von da bis da. Und das wäre jetzt sozusagen unsere Arena. Aber in dem Fall wollen wir natürlich eine viel größere Arena. Deswegen machen wir es einfach so, damit wir einmal hier lang gehen. Also einmal an dieser Seite der Map und dann einmal zu der anderen Seite der Map. Ich fliege jetzt einmal nach da drüben. Nur wenige Minuten später. Okay, meine lieben Freunde, hier sind wir jetzt auch schon wieder. Und ja, machen es einfach so, wir bauen es jetzt ein bisschen raus, weil das Problem ist jetzt hier einfach, was halt bei den meisten Master Builders Hunger Games Map machst, wenn man sie runterlädt. Und zwar sind sie immer so rund, sie haben immer so eine runde Glaswand. Und das Problem ist halt, hier bei diesem Plugin zumindest, muss es halt hier eingrenzen und das geht da nicht mit so einem runden Ding. Deswegen machen wir es am besten einfach so, dass wir uns hier mal ein bisschen rausbauen. Wir bauen es einfach ein bisschen raus mit Glas. So. Tralalalalalalalala. So, und markieren es einmal hier. Und dann fliegen wir es nochmal einmal ganz nach da hinten und markieren es nochmal da hinten unten. So, dann gehen wir es auch nochmal nach da hinten. Noch etwas länger als nur wenige Minuten später. So, ja, dann sind wir es auch schon an einem anderen Punkt der Map. Und jetzt machen wir es einfach so, damit wir jetzt von hier einfach mal so ein bisschen nach hier fliegen. Und jetzt, wir wollen ja nicht hier wieder uns hier oben wieder markieren. Wenn wir es hier oben markieren, wäre es ziemlich doof, weil dann werden wir nur den oberen Bereich der Marina markieren. Deswegen müssen wir jetzt einmal nochmal nach ganz unten gehen. Und sollen uns am besten hier auch nochmal so ein bisschen nach unten graben. So, so ganz kleines bisschen. So circa, weil ich glaube, bei der Map gibt es auch so ein paar Höhlen. Deswegen mache ich jetzt einfach mal so ein bisschen nach unten. Hoch, ziehen wir hier aus dem Bettrock raus. So, den bauen wir uns einfach ein bisschen nach unten und machen dann hier einfach mal Rechtsklick. So, und jetzt seht ihr schon, Post 1 und Post 2. Und jetzt haben wir es eigentlich geschafft. Jetzt haben wir nämlich sozusagen unsere ganze Arena markiert. Jetzt gehen wir am besten einfach wieder zur Mitte. So, und jetzt sind wir hier auch schon wieder in der Mitte. Und jetzt als nächstes drücken wir wieder mal T und gehen dann rein. HG Create Hunger Games. Dann einfach HG Create Hunger Games. So. Schreiben wir einfach mal hier rein. Und jetzt können wir einmal eingeben, minimale Anzahl der Spieler. Also man starten soll sozusagen die minimale Anzahl der Spieler halt. In diesem Fall machen wir immer zwei Spieler. Also wenn zwei Spieler drin sind, dann startet das Hunger Games. Und maximal Anzahl der Spieler, dann machen wir jetzt einfach mal 24, weil ich habe es mal abgezählt. Wir haben jetzt hier 24 Plätze. Und dann noch, wie lange sozusagen so eine Runde geht. In dem Fall machen wir jetzt einfach mal 900 Sekunden. Und dann noch, wie viel es kosten soll. Also wenn wir jetzt hier noch ein Geldplugin hätten oder so, dann könnten wir jetzt noch Geld dafür bezahlen. Aber in dem Fall wollen wir es nicht, deswegen machen wir einfach mal hier eine 0. So. Und dann drücken wir Enter. Und jetzt haben wir sozusagen schon mal eine richtige Hunger Games Arena geredet. So, und als nächstes müssen wir jetzt hier die ganzen Spawn Points machen. Also wo sozusagen die Leute dann später spawnen. Das ist eigentlich gar nicht mehr so schwer, deswegen gehen wir jetzt einfach mal hier hin. Ich mache jetzt mal hier so ein Bedrock-Ding hin. Und schreiben da einfach rein. So. Dann schreiben wir jetzt einfach rein, /hg-add-spawn. Drücken Enter. Und jetzt seht ihr schon, wir haben jetzt schon ein Spawn gemacht. Und es sind nur noch, ich habe jetzt hier gerade ein kleines Problem. Jetzt, okay. Ich wollte nämlich wieder ein Vollbild rein. So, jetzt seht ihr schon, das haben wir hier einmal gemacht. Jetzt haben wir noch 23 Plätze übrig. Jetzt können wir noch hier hingehen. Und ich muss mir das auch nochmal machen. So, jetzt haben wir noch 22 Plätze übrig. Jetzt machen wir hier auch nochmal Spawn. Und das machen wir dann einfach, bis keine Spawnplätze mehr übrig sind. Also einmal hier den ganzen Kreis rum. So, jetzt sind wir auch schon fertig. Jetzt müssen wir nur noch hier platzieren.
So, und jetzt haben wir es auch eigentlich schon geschafft. Und jetzt haben wir sozusagen schon mal überall diese ganzen Spawn-Points gemacht. Also wenn wir jetzt hier Spieler beitreten, dann spawnen die jetzt hier überall auf diesen Dingern. So, und als nächstes müssen wir jetzt sozusagen die Kisten machen. Dazu gehen wir einfach ein /HG und dann halt Cast fürs Hunger Games. Oder wie ihr es halt genannt habt. So, und dann können wir da einmal einstellen, in wie viel Sekunden sich immer die Kisten auffüllen sollen. Also sollen sich alle 60 Sekunden auffüllen, nachdem man sie gelootet hat, alle 30, alle 90. In dem Fall machen wir es einfach mal 120 Sekunden. Kann jeder für sich entscheiden. Drücken Enter. Und jetzt wird alle 120 Sekunden die Kisten aufgefüllt, wenn jetzt hier einmal gelootet werden. Und da würde ich jetzt euch auch ein was noch raten. Und zwar nehmt mal nehmt mal vielleicht so ein paar Kisten. Und zwar beispielsweise die Redstone-Truhe, da können beispielsweise noch ein paar bessere Sachen drin sein. Dann beispielsweise noch ein Fass, da können auch noch mal bessere Sachen drin sein. Deswegen passiere ich jetzt hier einfach noch so ein Fass. Und beispielsweise jetzt hier noch eine Schalker-Box, da können auch noch mal ein bisschen bessere Sachen drin sein. Ich weiß einfach nicht, wie das schreibt. Jetzt hier. Und in der Schalker-Box, da können dann sozusagen noch bessere Sachen drin sein. Deswegen wollte ich einfach mal so machen, mir machen ich hier mal ein paar Kisten hin. Das ist halt das Dumme bei dieser Map, ihr müsst es halt die ganzen Sachen jetzt hier mit der Schalkebox, mit den Fässern halt sozusagen per Hand nochmal platzieren. Aber das ist auch eigentlich nicht so schlimm. So, als nächstes müssen wir machen, sozusagen, wo die Mitte der Map ist. Wenn dann später sozusagen so eine Art Sturm kommt oder sozusagen die Border kommen, so eine Mauer, die kommt dann immer näher, bis sie dann irgendwann so hier ist, müssen wir schon mal das Zentrum der Map festlegen. Deswegen, das machen wir am besten einfach hier. Da gehen wir einfach ein. /HG Border Center Hunger Games. Jetzt haben wir sozusagen schon mal die Mitte unserer Arena gemacht. Und dann müsst ihr auch immer in der Mitte stehen. Habe ich vergessen zu sagen. So, meine lieben Freunde, ja, jetzt habe ich es auf jeden Fall. Jetzt könnt ihr hier nochmal Border Size und dann könnt ihr 25 eingeben. Und je nachdem, wie viele Blöcke dann sozusagen jetzt hier, wenn wir jetzt hier stehen, da kommt sozusagen jetzt hier so eine Zone an, bis wie viele Blöcke die gehen darf, bis wann die stoppen muss. In dem Fall gehen wir jetzt hier einfach mal wieder zur Mitte und schreiben am besten einfach /HG, Border Center, Hunger Games und einfach 25 Blöcke. Das bedeutet, die können jetzt höchstens 25 Blöcke und danach ist Stopp, weiter geht's nicht. So, und als nächstes müssen wir einstellen, wann sozusagen diese ganzen Border kommen sollen. Also wie die Zeit ist. In dem Fall machen wir es einfach so, damit die Border Timer einfach so ist, in den 600 Sekunden, nur sozusagen in den 10 Minuten, fängt es sozusagen an. Also eine Runde geht ja 15 Minuten. In den 10 Minuten tun wir dann sozusagen sowas machen, damit dann sozusagen die Zone kommt. Und in den nächsten 5 Minuten machen wir es so, damit halt dann sozusagen die Zone da sein muss. Dann drücken wir Enter. Und jetzt haben wir auch das schon mal gemacht. Das Dumme ist halt, wir müssen halt immer in Sekunden angeben. Und als nächstes machen wir einfach /HG Set Boy-Wahl und dann machen wir einfach Hunger Games. Set Lobby-Wahl. Und dazu gehen wir jetzt am besten einfach wieder zurück zur normalen Welt. Dazu gehen wir einfach ein /MVTP und dann einfach World. So, jetzt bauen wir hier. Jetzt gehen wir am besten einfach mal nach hier hin. Wieder zur Lobby. Weil jetzt müssen wir noch die Lobby-Schilder festlegen. Dazu gehen wir jetzt einfach mal hier hin. Nehmen wir jetzt einfach mal so ein Schild, wo nichts draufsteht. Und wir ziehen einfach 3 Stück nebeneinander. Jetzt ist ganz wichtig, damit wir dieses Schild angucken. Immer das linke. Und auch bei linken stehen. Und jetzt gehen wir einfach ein. /HG Set Wall und dann halt Hunger Games. Das bedeutet sozusagen, dass wir jetzt hier das Ganze hier gemacht haben. Und jetzt haben wir sozusagen auch gemacht, wenn wir jetzt hier draufklicken und dann in Hunger Games reinkommen. Jetzt zum Schluss müssen wir nur noch machen, was sozusagen passieren soll, wenn die Runde vorbei ist. In dem Fall machen wir es jetzt so, damit wir jetzt einfach hier HG Set Exit machen und dann haben wir hier sozusagen den Ausgang. Da sehen wir schon, globaler Exit gesetzt. Und wenn mir jetzt eine Runde vorbei ist oder wenn er gewinnt, zumindest wenn er halt eine Runde vorbei ist, ja, dann spawnt man halt immer wieder hier. Nicht, wenn man zum Schluss irgendwie außerhalb der Lobby spawnen, ganz da hinten in Arschmap. Das wäre jetzt nicht so nice. Ja. Und jetzt gehen wir nochmal zu Abdanos, weil da muss ich nochmal zeigen, man kann nicht doch so ein paar Kleinigkeiten einstellen. Reitergespätte. So, meine lieben Freunde, ja, ziehen wir hier auch nochmal in Abdanos. Falls ihr euch fragt, das machen wir jetzt hier nochmal in Abdanos. Und zwar, ich wollte euch nochmal zeigen, man kann jetzt nochmal so ein paar kleine Sachen einstellen, bevor wir jetzt die Runde spielen.
Dazu geht er einfach hier auf Dateien. Und dann geht er hier auf Plugins. Und jetzt geht er einfach am besten einfach mal auf Hunger Games. Und klickt dann hier auf Items. Nicht auf Items, auf config.jml. Klickt dann drauf. Und hier könntest du sozusagen nochmal so ein paar kleine Sachen einstellen. Zum Beispiel, ob wir jetzt sozusagen wollen, damit Monster und Tiere spawnen oder ob wir es nicht wollen. In dem Fall will ich das jetzt nicht. Kann hier für sich selbst entscheiden. Ding, machen wir einfach mal false. Bei false steht für nein und true steht für ja. Also ja, nein. Können wir dann immer sozusagen entscheiden. Dann können wir hier sozusagen auch nochmal fragen, ob wir sozusagen auch nochmal eine World Border haben wollen, also diese Zone. In dem Fall machen wir jetzt hier einfach mal true. Das würde ich auch raten, weil sonst wird alles jetzt nicht so wirklich funktionieren. Oder ihr wollt euch halt ewig lang suchen. Und hier macht ihr am besten einfach mal false. Wir sollen da jetzt nicht nach... Der Sonnenstand, das ganze Ding ist nicht nach 600 Sekunden, sondern einfach nach, eigentlich sofort, nach einer Sekunde. Und das wäre jetzt nicht so nice. Deswegen machen wir es einfach mal so. Hier ist auch immer Spectator. Hier ist es wahrscheinlich bei euch auf False. Das habe ich schon vorhin auch ein bisschen umgeändert. Und hier macht er einfach auch True. Das heißt einfach auch True, weil dann könnt ihr sozusagen, wenn die Spieler auch sterben, könnt ihr sozusagen nochmal machen, damit sie dann halt rumfliegen können und sie nochmal die Runde so angucken können. Hier steht ja Fly und hier könnt ihr auch mal einstellen, ob sie da mal schreiben können oder ob sie nicht schreiben können. In dem Fall lasse ich das jetzt mal als False, weil ich finde es doch ziemlich unfair, wenn die Leute dann halt in Spectator-Mode sind und dann die ganze Zeit schreiben können, da ist jemand oder so, das wäre nicht so nice. Deswegen mache ich das jetzt nicht. Aber ihr könnt es wieder mal für euch entscheiden, wie ihr es haben wollt. Ihr könnt einfach jetzt Ruhe schreiben oder so. Und ja, das wäre es auch eigentlich schon hier. Dann drückt ihr einfach hier auf Speichern. Und dann wird das ganze Ding hier gespeichert. Und dann möchte ich euch raten, wenn ihr jetzt hier auf Hunger Games geht, könnt ihr hier einmal auf items.jml gehen. Und jetzt haben wir hier nochmal ein paar Sachen zu einstellen. Und zwar hier unten so Bonus. Hier ist auch schon Diamond Sword und so. Hier können wir dann sozusagen auch nochmal eigene Items zufügen. Da könnt ihr sogar sagen, nochmal schreiben. Da ist ein Iron Sword und dann beispielsweise, keine Ahnung, 1. Dann spawnt sozusagen ab und zu vielleicht noch ein Iron Sword oder so. Falls uns noch irgendwelche Items fehlen, die wir gerne noch in die Kisten haben werden, wollen. Dann können wir es hier einfach machen. Dann drückt ihr hier einfach auf Speichern, wenn ihr fertig seid. Geht dann am besten hier zur Konsole und schreibt einfach R und L. RL steht für Reload, drückt dann Enter und dann wird der ganze Server schon reloaded. Bis der Server reloaded ist, dauert er eigentlich im Grunde nicht so lang. Das dauert vielleicht so 5 bis 10 Sekunden. So, es ist auch schon das Server reloaded. Und jetzt können wir auch schon wieder im Minecraft gehen. 12 Uhr Mitternacht. Okay, meine lieben Freunde, jetzt sind wir auch hier wieder zurück in Minecraft. Und jetzt ist es eigentlich gar nicht mehr so schwer. Und zwar können wir jetzt einfach hier auf dieses Schild hier klicken, auf Hunger Games. Und dann schauen wir sozusagen jetzt hier an Hunger Games rein. Das andere Problem ist jetzt gerade, ich kann jetzt diese Runde hier nicht starten, weil ich nur alleine bin. Aber da kann uns so ein kleiner Command Abhilfe schaffen. Deswegen machen wir es einfach mal /HG und dann halt Forget Start. Dann tut das Server sozusagen einfach so starten. Achso, und dahinter schreiben wir noch Hunger Games. So. Dann startet der Server einfach so, auch wenn wir jetzt nur ein Spieler sind. In dem Fall steht er schon 30 Sekunden. In 30 Sekunden startet das ganze Game. In 25 Sekunden, in 20 Sekunden, in 15 Sekunden, in 10 Sekunden. In 5 Sekunden. Ich kann mich jetzt noch hier nicht bewegen. So, und jetzt geht's los. Jetzt können wir hier auch schon nach vorne gehen. Jetzt sehen wir schon, jetzt ist auch in den Kisten was drin. Hier ist es überall was drin. Aus irgendwelchen Gründen spawnen Tiere trotzdem, auch wenn ich es ausgeschaltet habe. Keine Ahnung warum. Dann seht ihr schon hier, in diesen Redstone-Kisten sind halt viel, viel bessere Sachen. Die sind eigentlich so gut wie immer nur Diamond-Sachen drin. Hier bei sich hier so ein Diamantschwert oder so. Und eigentlich sind es in den anderen Kisten auch überall Sachen drin. Und ihr seht ja schon, jetzt ist doch PvP angeschaltet. Jetzt könnt ihr sozusagen andere Spieler schlagen. Ich glaube, Blöcke zerstören. Ja, Blöcke zerstören ist doch aus. Und das, was ich vorhin meinte, wenn wir jetzt anhand der Map gehen, ich mache mir kurz den Game Mode. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste.
So, meine lieben Freunde, ich habe jetzt hier mal kurz so 5 Minuten jetzt hier mich hingestellt und gewartet. Und ich sehe das schon, es ist hier so eine kleine Border-Zone hier gekommen. Es ist so, ich meine, sozusagen wie ein Fortnite, ist so eine Art Zone. Und es macht einfach sowas, wenn wir jetzt hier... So, hier haben wir jetzt sozusagen diese kleine Zone. Und wenn wir jetzt hier rausgehen, im normalen Überleben, bekommen wir jetzt Schaden. Jetzt müssen wir eigentlich Schaden bekommen, wenn wir überleben werden. Und die niedert sich jetzt so lang, bis die ganz da hinten ins Zentrum ist. Ja, die braucht so circa 5 Minuten. Wir haben sie eingestellt. Ich glaube, in 600 Sekunden war es. In 600 Sekunden müsste sie dann da hinten sein. Das sind dann so in 10 Minuten. Das heißt, damit man da noch 5 Minuten da hinten dazu fight. Ja. Ich glaube, das war's auch schon. Ich kann euch mal ganz kurz jetzt zeigen, wie es hier funktioniert. Ich mache mir ganz kurz überleben. Game over Survival. So, und gehe jetzt mal hier raus. Jetzt seht ihr schon, ich bekomme jetzt hier ganz viel Schaden und kann auch jetzt eigentlich hier nicht mehr leben. So, es ist eigentlich sozusagen wie in Fortnite, wie der Sturm. Na, ich glaube, ich zurück schaffe ich es nicht mehr. Ja, eigentlich egal. So, und jetzt seht ihr schon, ich habe eigentlich gewonnen, aber ich auch verloren. Weiß ich, wie man es nennt. Naja, auf jeden Fall, das war es eigentlich auch. Dann würde ich auch sagen, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und ciao.